Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VHS-Blogs. Wir haben in der letzten Woche bereits über das Papier zur digitalen Bildung der Kultusministerkonferenz geschrieben. Wir sind sehr froh, dass wir heute zu Gast sind bei Frau Senatorin Bogdan aus Bremen. Sie ist zurzeit die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Herzlichen Dank, dass Sie uns willkommen heißen hier. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Als erstes möchte ich Sie kurz fragen, beim Lesen des Papiers ist uns aufgefallen, dass Erwachsenenbildung als solches gar nicht so genannt wird. Ist die Kultusministerkonferenz eigentlich für Erwachsenenbildung zuständig? Ja, wir organisieren ja tatsächlich den Bildungsgang vom Anfang, sagen, bis eben zur Weiterbildung, also von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung. Traditionell ist natürlich immer die Schule, sagen, der Kernbereich, in dem die Länderkoordination stattfindet, aber natürlich sind Fragen der beruflichen Bildung da auch berührt und ich für meinen Teil bin hier zum Beispiel für die Weiterbildung auch zuständig. Das ist je nach Zuschnitt der Kultusministerien natürlich in den Ländern unterschiedlich geregelt. Sie sagen, das ist so Ländersache, unterschiedlich. Kann es sein, dass die KMK deswegen an sich sagt, okay, Erwachsenenbildung ist nicht unser Kerngebiet? Naja, das Kerngebiet ist immer so eine Schwierigkeit zu sagen. Natürlich organisieren wir auch die Fragen irgendwie der beruflichen Bildung, der Hochschulen, der Bildung an den Hochschulen und dann natürlich auch die Fragen, wie das dann auch weitergeht. Lebenslanges, lebensbegleitendes Lernen ist unser Stichwort in der Erwachsenenbildung. Die Anforderungen an die Generation jetzt im Sinne des digitalen Wandels sind ja enorm. Und zwar nicht auf eine kurze Zeit bezogen, sondern als laufender Prozess. Bekommt die Erwachsenenbildung da einen höheren Stellenwert und kann es oder wie würden Sie diesen Stellenwert für sich in Ihrer Arbeit sehen? Na, ich glaube, dass die grundsätzliche Erkenntnis erstmal ist, dass die Halbwertszeit von Wissen einfach kürzer wird und dass wir von Anfang an im Prinzip Menschen darauf vorbereiten müssen, dass es weniger darum geht, Wissen anzusammeln, sondern das Ziel, und ich glaube, das ist auch ein Teil des Duktus des Papiers, dass es uns heute darum gehen muss, das Lernen zu lernen. Und das heißt, es geht weniger darum, abrufbares Wissen wieder reproduzieren zu können, sondern wir wollen natürlich von Anfang an junge Menschen darauf vorbereiten, dass sie eben Zeit ihres Lebens Kompetenzen haben, sich neues Wissen anzueignen. Jeder Mensch trägt heute den Computer immer in der Hosentasche mit sich rum. Und die jungen Menschen heute sind es auch gewohnt, dass sie Wissen eben anders abrufen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die sich dann entscheidend auch in die Weiterbildung tragen wird. Wir stellen eigentlich zunehmend fest, dass die Lösung, die unsere Gesellschaft braucht, ja weniger von Schülern kommen und weniger von Studenten, sondern von den Entscheidern, von denen, die sagen wir, in der Wirtschaft oder in der Politik tätig sind. Sind diese Entscheider aus Ihrer Sicht ausreichend über den digitalen Wandel informiert, sodass sie auch richtig entscheiden können? Ich bin gar nicht so sicher, ob ich Ihre Annahme teile. Also wenn man sich Mark Zuckerberg vor Augen führt, der war Student, als er seine Erfindung gemacht hat. Und ich glaube, das ist genau das Besondere in der Digitalisierung, dass wir diejenigen, die Kompetenzen in diesem Bereich haben, dass die unglaublich viel heute auch bewegen können. Und ich kann nur die Geschichte von einem Schüler erzählen, der eigentlich seinen Lehrer ärgern wollte und dann eine App programmiert hat, mit der er den Beamer immer an- und ausgeschaltet hat, während der Lehrer sich mit der Fernbedienung rumplagte und das aber eine Grundlage war, für sich festzustellen, dass das auch ein Weg ist, auf dem man dann beruflich weitergehen kann und der da mittlerweile ein erfolgreiches Startup drauf gegründet hat. Also insofern, ja. Okay, gut. Neues vernetztes Lernen und sicherlich muss da auch die junge und die ältere Generation auch anders zusammen arbeiten. Und da muss man sagen, wechselseitig voneinander lernen. Wechselseitig voneinander lernen ist auch ein gutes Stichwort. Bisher haben wir ja so im Bildungssystem oder traditionell, dass die ältere Generation der Jüngeren etwas beibringt. So, jetzt kommen wir immer mehr dahin, dass die ältere Generation eigentlich von der jüngeren Generation in digitalen Anwendungen und im digitalen Denken von Geschäftsprozessen etwas lernen könnte.
Haben Sie eine Vorstellung, wie man diesen Prozess eigentlich nach vorne bringt? Sie haben mit der KMK ja ein sehr schönes Beispiel geliefert. Sie haben ein Papier entworfen, haben es sozusagen als Beta-Papier, als Entwurf auf den Markt gebracht, haben gesagt, Leute, kommentiert, es wird kommentiert. Es ist sozusagen ja ein Schritt, wie sich Politik auch an diese Bedingungen anpasst. Aber generell ist dieses System, Ältere bringen den Jüngeren noch was bei, ist das so eigentlich im Prinzip zu halten? Wir sprechen ja schon ganz lange von Bildungspartnerschaften, wo man eigentlich in einem Netzwerk mit unterschiedlichen Akteuren dazu beiträgt, dass gelingendes Lernen stattfinden kann. Und ich glaube, dass genau diese Vernetzung natürlich durch die digitalen Medien enorm begünstigt wird. Und das ist der Ansatz in der KMK, zu sagen, wir haben zwei Richtungen. Wir haben einerseits, dass wir Bildung beibringen wollen, um Kompetenzen für die digitale Welt vorzubereiten. Aber gleichzeitig wollen wir eben die digitalen Medien auch nutzen, um andere Bildungsziele zu erreichen. Und das heißt eben auch, dass man zu anderen Kooperationsformen kommen kann, dass man anders miteinander diskutieren kann, dass man nicht mehr am selben Ort, zur selben Zeit sein muss. Und das sind natürlich Kompetenzen, die weiterzugeben, sich dann auch lohnt für die Älteren, die sagen in den Bildungsprozessen, die Vermittler häufig noch sind, da auch das zu lernen. Und gleichzeitig sehen wir das für den Bereich Schule ganz deutlich, wo wir sagen, wir müssen Lehrerinnen und Lehrern auch Mut machen, zu sagen, sie müssen nicht alles wissen. Sie können tatsächlich diese Lernpartnerschaften auch mit ihren Schülerinnen und Schülern eingehen und von diesen lernen. Und das, glaube ich, organisiert sich in dem gesamten, in jedem Lernprozess, dass es ein Miteinander geben kann, wo jeder seine Kompetenzen einbringen kann und es dann zu einem gelingenden Lernprozess kommen kann, mit der gemeinsamen Interaktion. Sie haben in Ihrem Papier eigentlich den Schule, der Schule, Sie haben der Hochschule und vor allem auch den dort Beschäftigten relativ viel ins Stammbuch geschrieben, was dort alles geleistet werden muss. Es ist ja so, dass solche Prozesse oft auf den normalen Alltag sozusagen dazu draufgepackt werden. Haben wir überhaupt eine Chance, diese digitalen Prozesse zeitgemäß, also mit einem kurzen Vorlauf in diese Systeme zu bringen? Oder braucht es sehr lange, weil dieses System schwer entscheiden kann, was sozusagen nicht mehr gemacht wird? Also wir erleben tatsächlich ja schon, dass ganz viel passiert. Weil in allen Bildungseinrichtungen wird sich mit der Digitalisierung, bei allen Bildungsinstitutionen mit digitalen Medien auseinandergesetzt. Sie finden ihren Einsatz schon. Und das Bestreben der KMK war vor allem, diesem Wildwuchs jetzt eine Struktur und eine Richtung zu geben, damit nicht jeder in unterschiedliche Richtungen eben davon rennt, sondern dass das tatsächlich nach einem gemeinsam getragenen Bildungsgedanken und Bildungsziel eben auch folgen kann. Und insofern, glaube ich, ist schon mehr in Bewegung, als man das oft so wahrnimmt. Und gleichzeitig geht es darum, auch zu verstehen, dass Digitalisierung tatsächlich auch so etwas wie eine Entlastungsstrategie sein kann. Also wenn man klug digitale Medien einsetzt, dann kann das eben auch zur Entlastung von Lehrkräften beitragen, weil man zum Beispiel Lerninhalte mit anderen teilen kann, mit anderen gemeinsam entwickeln kann den Unterricht, an Bildungsmedien zusammenarbeiten kann und nicht jeder sagen für sich einzeln immer wieder die eigenen Unterlagen vorbereiten muss. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist jetzt gerade die Flüchtlingszuwanderung, wo wir in Deutschland einen ganz hohen Bedarf an Kursen mit die Deutsch vermitteln erleben, im Weiterbildungsbereich genauso wie in der Schule und wo sich lokal ganz viele Netzwerke bilden, die sich digital eben dann auch austauschen und da gemeinsame Unterrichtsmaterialien entwickelt haben. Und ich glaube, das zeigt so, dass wenn man das klug nutzt, dass dann nicht mehr jeder einzeln in seinem Kämmerlein sitzen muss und das vorbereiten muss, sondern dass man über dieses Sharing Economy, das ist ja eine der Ideen der Digitalisierung, tatsächlich im Bildungsbereich angewandt, auch zur Entlastung kommen kann. Wenn Sie so ein Papier nochmal schreiben würden, und zwar für die Erwachsenenbildung, haben Sie so spontane Vorstellungen, wo es sich unterscheiden würde von dem jetzigen Papier? Nee, unterscheiden glaube ich gar nicht. Ich glaube, was für die Erwachsenenbildung noch viel stärker gilt, ist, dass wir die Möglichkeiten nutzen können, Zeit und Raum zu entkoppeln und damit die Erwachsenenbildung öffnen für Zielgruppen, die es eben nicht sich ermöglichen können, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort zu sein. Also man denke an Mütter, ältere Menschen, die vielleicht im Winter nicht mehr gerne im Dunkeln rausgehen und dann eine Möglichkeit zu schaffen, über die Teilnahme an digitalen Kursen, wie sie ja bereits in den
schon auch schon vielfach eingesetzt werden. Da auch nochmal Zeit und Raum zu entkoppeln. Das ist, glaube ich, eine der Möglichkeiten. Die wird ganz massiv die Weiterbildung verändern, hat sie ja auch in vielen Teilen schon. Und ich glaube, da werden neue Potenziale entstehen, wie man eben dann auch zum Beispiel berufsbegleitend, lebensbegleitend eben auch weiter lernen kann, ohne eben immer zu einem festen Termin sich verpflichten zu müssen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Potenzial, was die Erwachsenenbildung nutzen sollte. Gut, das nehmen wir dann als Stichwort für unsere zukünftige Arbeit. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und ich glaube, wir können auf dem Weg von der KMK vielleicht in der Überarbeitung des Papiers noch etwas zur Erwachsenenbildung erhoffen. Das denke ich mir auch. Vielen Dank. Vielen Dank auch.